Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ja, oh, meins. In der letzten Folge haben wir noch unsere Erkundung fortgesetzt und heute machen wir genauso. Wir versuchen noch mal hier diesen Funkturm einzunehmen, weil wir diese blöden Landwürmer hier erledigen müssen, die voll schwierig sind. Und ja, ich habe mir mal die Gegnerdatenbank von denen angeschaut. Die sind halt anfällig gegen Eis, ne? Also ich muss Eis haben. Ich plane mit Yuffie da reinzugehen und ihren Ninjutsu angriffen und Eis, also Eis Ninjutsu einzusetzen, damit sie hoffentlich hier die Gegner schocken kann. Keine Ahnung. Also ich glaube, ich nehme auch mal jemand anderen als Kate Sif. Irgendwie, weiß ich nicht. Für so ganz wichtige Kämpfe scheint der es irgendwie nicht so zu bringen. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Wer hat hier Eis? Ich weiß es nicht. Red, hast du Eis? Gewitter und Luft. Du hast Eis, noch nicht Eis. Wer hat hier Eis? Niemand hat Eis. Glut und Frost. Eris hat Eis. Aber Problem ist, die tun ja immer hier. Man hat noch mal einsaugen, was voll nervig ist. Deswegen, ja, ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Warum hat Cloud so viel? So ein Vorsprung von allen Leuten. What? War schon immer so? Keine Ahnung. So, egal. Gehen wir da unten. Ja, wir müssen ja mit ihnen hier sehr oft hier. Ich komme direkt rein, werde schon direkt. So, ich muss euch. Ich muss. So. Frost. Nein, 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 nein. Diesen Angriff kannst du nicht ausweichen. Ey. Ich bin die ganze Zeit ausgewichen. So, warte mal. Warte mal. Ich muss dich angreifen, ne? Ey. Was ist das für ein Dreck? Ich habe den verfehlt, das darf jetzt nicht wahr sein. Ja, was soll ich mit Eris? Was soll ich mit Eris hier machen? Ja, nein. Was? Warum geht denn der auf? Ich habe nicht mal Eisra. Aber die haben beide ausgespuckt, sehr gut. Ja, viel los. Oh mein Gott, jetzt sind die auch voll erledigt. Ja, das ist alles, was ich hätte machen müssen, die einfach nur ausspucken lassen. Dann hätten wir halt geschafft. Gibt's jetzt nicht, ey. Oh mein Gott. Ja. Warte mal, warum haben wir wieder fast voll AP? Die waren nur gerade voll geschwächt. Aber warum hat Cloud so einen Vorsprung in Sachen Erfahrungsmodell? Gefällt mir irgendwie nicht. Nur je weiter mit. Okay, Yuffie ist halt. Sie war auch irgendwie ganz weit hinten, irgendwie, ne, in Sachen Erfahrungspunkte. Im Gegensatz zu allen anderen. So ein Vorsprung zu allen anderen hat er jetzt eigentlich ja doch 1000 Punkte, eigentlich, ne? Na gut. Was soll man machen, ne? Deswegen stört mich, dass man immer den Hauptcharakter in der Truppe mit reinnehmen muss. Das finde ich nicht gut in Rollenspielen. Mein Final Fantasy 8 auch so. Muss es immer Squall im Team haben. ja. Nehme ich an. Und dann hab dich voll magnetisch angezogen. Nein. Nicht auch. Nicht auch, Cloud. Nope. Nein. Okay, das müsste, glaube ich, der letzte Funkturm sein auch, ne? Reinstecken. Mal Energie reinpumpen. Und boom. So, was ist denn hier noch alles? Zeig mal.
Kampf Mogi. Mogi-Räuschen. Wir haben noch nicht am Mogi-Räuschen hier. Okay, hab ich gar nicht dran gedacht. Gar nicht bemerkt, meine ich. Da können wir ja auch mal machen, ne? Ich muss mal hier zur Gold Sword nochmal zurück, weil da sind, glaube ich, neue Spiele aufgetaucht oder so, haben die mir gesagt hier. Haben ja ein Spiel jedenfalls gesagt, also keine Ahnung. Das können wir da auch mal gucken, was es damit auf sich hat, ne? Ich weiß nicht, ob ich schon mal hier rumgelaufen bin. Ne, sieht nicht so aus. Da hinten ist ein Set, ein Kampf, den wir machen müssen. Ich glaube ja, ne? Bist du Kaktorin? Das Spiel gibt mir echt keine normalen Kaktoren, ne? Habe ich einmal vergessen, was zu analysieren, ne? Dann verfolgt mich jetzt das gesamte Spiel über, ne? Das ist der einzige Gegner, der mir jetzt fehlen wird, ne? Aber kann ich mir nicht vorstellen. Müssen auch irgendwann noch Kaktoren irgendwann mal auftauchen. Ne? Die sehen aus wie diese Vögel, die ich in Honkai Star Rail hier rausziehen muss. In Pinakuni. So, Honkai Star Rail haben wir übrigens auch hier abgeschlossen erstmals fürs Kurze, ne? Bis das wieder abgedatet wird, das Spiel. Was bedeutet? Ich kann mich hier wieder voll und ganz auf Final Fantasy 7 fokussieren. Boah, ne, geh weg. Ich habe keinen Bock mehr, gegen euch zu kämpfen. Ich kann mich jetzt wieder mehr auf Final Fantasy 7 konzentrieren, ne? Wenn ich nicht gerade mit dem Weg jetzt irgendwie Helldivers oder Last Epoch am Aufnehmen bin, ne? Also für mich privat meine ich hier. Brauche ich mich jetzt nur noch auf Final Fantasy 7 Rebirth fokussieren. Da ist eine Chocoball-Stelle, sehe ich da unten. Ich nehme an, wir gehen da runter, ne? Wir kommen wieder hier hoch, oder? Ja. Ja, ich habe schon gehört. Mein Gott. Ich will da runter. Ich komme da nicht da. Wie sieht eigentlich Kate Sif, obwohl Kate Sif, upsala, da habe ich, hab ich beinahe unter Aerys' Röckchen geguckt. Ich habe nur die nackten Beine gesehen. Ich habe mir gedacht, so, oh, um Himmels Willen. Deswegen müsst ihr Mädels normalerweise vorgehen, ne? Aber er tut ja darauf bestehen, mir zu folgen, ne? Also wenn man runterklettern, ne? Kann ja schlecht vorgehen, wenn ich irgendwo hochklettern, ne? Das war ja, wäre genau das, was ich nicht erreichen will, ne? Ich bin ein Gentleman und klaut nämlich an auch, ne? So, Mogi-Häuschen, cool. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass wir hier noch nicht das Mogi-Häuschen gesammelt haben. Das ist Esper, ne? Das ist Weltbricht. Die Proto-Substanz Quest, die machen wir natürlich wieder am Ende, ne, weil die wahrscheinlich wieder ein bisschen weitläufiger ist. Ja. Mog. So, dann kann ich, oh, dann kriege ich hoffentlich wieder ein paar Skillbücher, ne? Die Mogis verkaufen die ja immer. Das wäre nicht schlecht. Ding Dong, Palem Palem. Moki, Mosch, Mogo, Mololo, Molala. Ich frage mich, ob das echt die Namen von den Mogris aus Final Fantasy 6 ist. Final Fantasy 6 sind hier. Da muss es ja auch, da wurde es ja irgendwie mal von einigen Mogris gerettet. Die konntest du dann spielen im Kampf und da war irgendwie so eine Dreiergruppe von Mogris hier jeweils und die hatten auch alle so einen Namen. Ich weiß nicht, ob das die gleichen Namen sind. Das Lied, das man hier hört, oder was man draußen hört, jedenfalls dieses, das ist auch irgendwie ein Thema von Moog aus Final Fantasy 6, einer spielbaren Charaktere. Nein, da wollte ich. Ah! Okay, ich weiß nicht, wie mich das nicht getroffen hat, aber okay. Au, du Sack. Warum greifst du mich schon an, während ich. Kann ich euch nicht irgendwie einsammeln, wenn ich nah genug an euch ran bin? Weg. Da. Ja, da hat es irgendwie so eine Gruppe an Mogis, die dir helfen konnten.
Und ich weiß nicht, ob das alles die gleichen Namen sind. Max, du schießt ja noch weiter. Der hat gerade weitergeschossen, habe ich genau gesehen. Ja. Das darfst du nicht, das ist nicht, ist verboten. Das kannst du nicht machen. Das ist verboten. Da. Gut. Ich finde die Mogis in diesem Spiel sind so gruselig. Die haben so komische Proportionen. Ey. Die sind so länglich irgendwie. Mogis sind normalerweise so ein bisschen chubby, ne? Na, guck mal, wie groß die Köpfe sind. Das interessiert mich nicht. Nein, ich habe keine Fantasie, du musst mir helfen. Reden wir von Moog aus Final Fantasy 6? Sind das hier alles so Anspielungen? So, zeig mal, ja. Schwingungsdetektor. Was? Wo ist das? So, erstmal nehmen wir das hier natürlich, ne? Skillpunkte. War sagen leicht gemacht. Oh, das ist für Ketchi, ne? Schwingungsdetektor. Kann ich dann irgendwie, weil nicht. So, heilen. Oh, warte mal. Ja, aber wenn ich die... Ich meine, auf dem maximalen Level wäre natürlich nicht schlecht, aber... Warum sollte ich mir so ein Ohrring ausrüsten, wenn ich sowieso die Materie auch ausrüsten kann? So, was ist... So, was ist Schwingungsdetektor? Wo finde ich denn das? Schlüsselobjekte? Schwingungsdetektor. Kann ich damit irgendwie, weil nicht? Monster besser sehen oder irgendwie so. Jetzt hier so automatisch oder so, keine Ahnung. So ein Hilfsmittel hat sich automatisch aktiviert, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich daraus, was ich mir dabei denken soll. Kann ich hoch? Nö, doch. Kann ich hoch? Nö, doch. Wow. Willkommen. Ich bin hier, um dich zu weisen. Um dir den Weg zu weisen. Mich zu weisen. Na komm her, du Vogel. Da fliegt es mein zukünftiges Päckchen 6er Chicken Nuggets. Alles meins, alles meins. Kann ich alles nicht einsammeln. Egal. Okay. Ich denke mal wieder mein mächtiges Gerät irgendwo rein, dann kann ich wahr. Wir tun ja analysieren. Sorry, ich bin es gewohnt, mein Ding irgendwo reinzustecken. Ja, ich warte schon, was der Weg ist, da wieder irgendwie zitieren wird in den Kommentaren. Du Perversling. Was hast du denn schon wieder gedacht? So, hey, alle Lebensquellen. Naja, jetzt können wir wieder Schatz suchen, ne? Und dann habe ich den hier wieder raus. Chatley. Diese Pause immer und dann einfach nur mein Name. Was? Die Krone haben. Wir sollten sie dem Tomberry-König klauen und ihn bringen, bevor unser Freund vertrocknet. Okay, da kommen wir also dahin. Okay, könnt ihr die Kamera bitte nicht so an. Könnt ihr die Kamera bitte nicht so an Yuffies Hintern dran zoomen, sie ist 16. Ich bekomme irgendwie gemischte Signale heute von dem Spiel, habe ich so gefühlt. Erst wenn das Spiel, ich irgendwie unter Aerith's Rock schaue, dann diese Kameraperspektive. Ich bekomme heute sehr gemischte Signale von dem Spiel. Weiß nicht, wie ich mich darüber fühlen soll. So, bevor wir weggehen, muss ich noch mal hier schauen, ne? Wer weiß, was für Schätze sich hier befinden, ne?
Kann man hier irgendwo so runter? Ich glaube nicht, ne? Hier hoch kann man. Ich glaube, da ist noch 9, ne? Ah, ich bin gut, dass ich mich wieder auf Final Fantasy 7 fokussieren kann. Ja, und ganz dabei musste ich halt weiter spielen, weil halt da sind immer Events irgendwie, die am Laufen sind, und ich will die natürlich auch spielen, um die überhaupt spielen zu können, muss ich erst meine Story weitergehen, und die sind immer noch ein paar Tage, habe ich irgendwie dafür Zeit, deswegen muss ich mich immer beeilen und durch die Story durchgehen, ne? Weil wenn ich das nicht mache, dann verpasse ich das und das ist dann voll kacke. Deswegen muss ich manchmal hier so, weil nicht. Deswegen musste ich das irgendwie priorisieren, ja. Auf einmal, wenn sie sehen, ist nichts. Ist da nichts irgendwie, ja. Wie nennt man das? Begrenzt mit einem begrenzten Zeitraum oder so, ne? Hier kann ich mir Zeit lassen. Das ist ja gut, ne? Und ich werde mir auch Zeit lassen. Da ist schon wieder so was hier. Das ist bestimmt mit der Protosubstanz irgendwie in Verbindung, ne? Diese Kraktorenfelsen. Muss ich daran beten? Also wie in Final Fantasy 10. Oder die Tidus Fantasy Version. So, das ist jetzt, wo der Tombell-König aufgetaucht ist. Krone der Schöpfung. Ich habe ja hier letztens gesucht, wo ich den Gegner da finde, aber ich weiß nicht, ob man da hinkommt. Jetzt auch noch ein Gegner irgendwo. Nehmen wir mal von hier aus dahin wieder. Ich habe so das Gefühl, dass es nicht weit entfernt, ne? Machen wir erstmal einen kleinen Gegner zum Aufwerben, ne? So ein kleiner Snack für zwischendurch, bevor wir uns gegen den Tomberry König hier stellen, ne? Und ich nehme an, der wird es ein bisschen in sich haben, ne? Sandwürmer, da Landwürmer oder wie auch immer die hießen, die waren schon recht nervig. Und will ich gar nicht wissen, wie stark der Tomberry König ist. Oh, geht weg. Okay. So, hoffentlich finde ich den Kampf hier, ne? Bevor ich hier wieder, ich weiß nicht, wieder rumlaufe. Mir denke so, oh Mann. Dann hören wir mal Eris wieder raus. Eris. Weil ich will Kate C. Ich werde mich nie daran gewöhnen, ihn Kate Sif zu nennen. So ungewohnt, ich habe dir mein Leben lang Kate Sif ausgesprochen, ne? Dann kommt das Spiel auf einmal, sagt mir Kitschi. So, was? Da werde ich mich doch nie gewöhnen können. So, hier bin ich nicht hochgegangen, ne? Guck mal, sieht voll verdächtig aus. Ist eine Schatz, ein Schatzort oder irgendwie so was? Bin ich hier hochgegangen? Ich weiß es nicht. Irgendwie sieht das nur so aus, als könnte ich hier im Kreis laufen. Okay, ich kann da nicht rüber springen. Boah. Da hätte ich sogar drüber springen können. Und ich bin nicht eine Person, die springt. Ich bin eine sitzende Person. Da. So, wenn hier nicht irgendwie was zum Erkunden ist oder zum Suchen oder schon zum Schätze finden oder so, haben wir ja auch nicht. Aber anscheinend nicht, ne? So, gucken wir mal auf der Seite, da wird wahrscheinlich nichts sein, aber ich muss ja mal gucken, ne? Da befindet sich da irgendwie eine ultimative Waffe oder so, ne? Und dann denke ich mir, what? Irgendwann. Weiß gar nicht, gab es irgendwie so ein Äquivalent von ultimativen Waffen im ersten Teil? Irgendwie nicht, ne? Wir sind ja noch nicht. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann das Ultima-Schwert hier finden werde. Das war nämlich Clouds ultimative Waffe im Original. Aber die hat man erst bekommen, nachdem man einen bestimmten Gegner besiegt hat. Dann werde ich das ganz bestimmt hier noch nicht bekommen. Und der Gegner ist noch sehr weit entfernt. Ne? Also noch sehr lange dauern. Zwar da mal hinkommen können. So, wo schwinge ich mich hier hin? Dahin muss ich weit.
So, wo gehe ich hier hin? Bringt mich das zum Gegner, zum Schotter? Die Gebiete sind so schwer zu erreichen irgendwie. So, du kannst hier zwar an viele Orte wie sonst immer hin teleportieren, aber ja, da kann ich anscheinend nicht hin. Aber die sind halt irgendwie weit nicht. So, was bist du? Das ist einfach nur so ein Loop. Entstanden ist. Allerdings wurden später in urzeitlichen Erdschichten Fossilien von Kreaturen entdeckt, die als Vorfahren der Chimären angesehen werden. Daher hat sich die Theorie gefestigt, dass diese Spezies schon lange auf diesem Planeten beheimatet ist. Alles klar. Nicht mehr lange. Der Schaden, den sie anrichten, nimmt stetig zu. Silberchimäre. So, Feuer. Nach dem Einsatz vom Wasserstrahl wird sie schockanfällig. Wow, wow. So, ich habe gesehen, Feuer. Ich weiß nicht, ob mir nicht gefällt, dass hier Kate Ziffer nie von selber auf sein Mogi reitet. Aber man kann ja gar nicht sein ATB kriegen. So. Ja, auf der Zeit müsste ich motiviert weiter nicht, aber die anderen Sachen haben wir alle. Boah. Flammen Ninjutsu. Lightning Ball. Ins Gesicht. Der Angriff ist voll stark, ey. Sehr gut, beim ersten Versuch. Nein, ich habe dir zu danken, glaube ich. Okay, cool. Wir sind erfolgreicher mit den Kämpfen heute. Das war Cloud. Ich habe aus den Kampfdaten eine neue Simulation in den Kampfsimulator eingespeist, die ich übrigens editiert habe. Gut gemacht. Probier sie gern mal aus. Okay. Gut. Ich glaube aber nicht, dass wir schon alle Kämpfe haben, ne? Da kommen noch ein paar. Wir haben noch zwei. Ja, die einen kann ich ja nicht finden irgendwie, ne? Ich weiß nicht, wo die sind. Bevor wir in den Tomberry reingehen, will ich aber wahrscheinlich mich erstmal heilen. Das sieht doch voll verdächtig aus, da war das da. Keine Ahnung. Von wo sind wir gekommen? Von hier sind wir gekommen. So. Na, guck mal. Wenn da nicht eine Schatzsuche ist, dann weiß ich auch nicht. Oder irgendwas anderes Verdächtiges. Kisten mit Kisten drin. So, nichts. Gar nichts. Nicht mal irgendwas. Komm. Boah. Da ist der Truhe. Hab's genau gesehen. Kommt gefällt her.
ich wollte schon sagen, Lastwagen der Schmuggler mit Realerz. Boom. Dann wo gehen wir dann, mangelt es mir irgendwie nie, ne? Ich werde immer die Daten. Ah ja, ich muss ja noch, ich muss ja nur Sachen ja ausgeben, ne? Ich habe wieder Skillpunkte und so erhalten. Ich vielleicht mal ausgeben, ja? Für Cloud und PC. Oh Gott, wollte schon sagen, Spinn gefällt nicht den ganzen Weg da runter. So, Truhe. Schatz. Stein. So. Seid ihr alle hier? Kann ich nicht runter? Wir sind ja noch drei. Wo sind denn ja noch zwei Schätze? Hm. Hä? Wo denn? Wo habe ich was übersehen? Da unten? Und da tatsächlich. Da gehört gar nicht mehr zum Gebiet. So. So, einmal den einstecken, Schnelltrank. Wow. Und da ist der letzte. Cool. Meins. Phoenix wäre cool. Benutze ich irgendwie nicht. Weil so selten Leute hier drauf gehen bei mir. Oder hatte ich eine benutzt bei den Landwürmern gar nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ja, wahrscheinlich gleich welche beim Tombay-König benutzen müssen, ne? Der kann es bestimmt one-shotten, ne? Da machen Tombays nämlich immer voll viel Schaden. Die machen Schaden basierend darauf, wie viel Gegner erledigt hat. In einigen Spielen. Fluch aller oder irgendwie sowas. Da bist du irgendwie mehr Schaden, je mehr Gegner der bestimmte Charakter erledigt hat. Oder was? Ich habe da war nur ein paar Final Fantasy. In Final Fantasy 10 war auf jeden Fall ein Ding. So, hier ist das. Ach ja, man tut ja immer so ein Boss irgendwie freischalten, ne? Ist das der? Schaltet man die so frei? Ich weiß das nicht. Hier ist noch ein Gegner. Ich glaube, den Tombay-Boss machen wir beim nächsten Mal. Tombay-König meine ich. Ich muss erstmal hier kurz zu hier hingehen und vielleicht mal einige mich hochheilen und so, ne? Und dauert ja nicht lange und vielleicht so ein paar Dinger hier ausgeben. Hier schläft man und weil er nicht meine Skills ausgeben. Ein fröhliches Knastleben wünsche ich. Da, wart hier, ja, perfekt. Also, machst du da direkt, ne? Mäuschen. So. Weiß gar nicht, brauche ich jetzt 5, brauche ich schon 20. Erteilter Schaden gegen einen Schockzustand. Kämpfen geringfügig. Ich bekomme irgendwie gar nichts von MP-Heilung mit, wenn ich ganz ehrlich bin. Weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Ding ist. Ich glaube, ich will das, ne? Nehmen wir das. So, Kate. Einmal ein Kampf vor Kampf und Fähigkeit. Wirkt nicht gegen Spezialattacken, die sofort den Tod vor, sondern wenn die TP 1 betragen. Für die ATB leistet bei Kampf gehen geringfügig auf. Wenn es einmal nicht K.O. gehen, ist eigentlich nicht schlecht, ne? Muss ich sagen. Hier
Sind die mit Dreieck ausführbaren Mogi fertig kann beim ersten Ruf des Mogis auf Stufe 2. Okay, das ist auch nicht schlecht, ne? Haben wir das hier. Da noch jemand? Nö. Mag diese ganzen passiven Fähigkeiten zu lernen. Warum ich ob die alle lernen kann, wahrscheinlich nicht, ne? So, dann gehen wir mal. Machen wir uns erst, machen wir die ganzen Kämpfe hier erstmal, ne? Gehen wir hier hin. Muss der. Ja, weiß ich wesentlich, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich, ne? Mal schauen, weil nicht. Sieht einfacher zu erreichen aus als. Weiß nicht. Als andere Gebiet, wo ich da irgendwie hochklettern muss oder so, keine Ahnung. So, alle mal einsteigen, Leute. Der Cloud Express hebt ab. Und abheben meine ich faltlos. Fangen auf einmal an zu fliegen, so wie in Final Fantasy 15, ne, wo das Auto anfängt zu fliegen irgendwann. Oh, sorry, Yuffie, sorry. Ist ja schon klug von ihr vorne zu sitzen, ne? Weil wenn man vorne sitzt, dann wird er nicht so schnell schlecht, ne? Habe ich gehört. So, und hier gehe ich schon direkt falsch. Wo denn da? Zeig mal her, was haben wir da? Boah, Gott. Ich hoffe, wir sind kampfbereit. Habe ich überhaupt analysiert die Schmerzen letztens? Ja, ne? Da kann ich ja immer noch. Was? Na, Feuer. Lass mich nicht betäuben, was? Komm, gerade erst begonnen, ey. Na. Mein Gott, die haben voll die Adler. Schau. Ja, das ist ja eigentlich egal, ne? Ah. Oh nein. Ich werd noch geschockt. Das gibt's nicht. Der ist gestorben, bevor ich den geschockt habe. Ja. Ja, mit dem Ding üben wir nochmal, ne? Mit dem mich betäuben lassen. Boah, muss ich noch mal reingehen irgendwann. Ich weiß, das noch mal in die Kämpfe noch mal reinzugehen. Dann überlevel ich. Cloud, ich habe alle Ergebnisse erfasst, analysiert und auf ihrer Grundlage deine Kampfleistung benotet. Du bekommst die Höchstzahl von 100 Punkten. Hallo Cloud. Ich habe noch nicht alles erledigt da. Bitte beachte sie nicht weiter. Und du bekommst 30 Punkte. Was? Ich verlange die Offenlegung deiner Bewertungsgrundlagen. Aber eigentlich ist jetzt nicht die Zeit für so etwas. Also seid ihr Gebrüder, Bruder und Schwester oder seid ihr irgendwie ein Paar oder so? Wurde das irgendwie schon mal erklärt, Leute? Cloud fängt einfach an, dazu voll sinnlos zu fragen. So. Also seid ihr zusammen oder so? Zu irgendeinem Grund ist er irgendwie voll interessiert irgendwie an menschlichen Interaktionen auf einmal. So. Ist hier neu, ich weiß es nicht. Waren wir schon mal hier? Weiß ich auch nicht. Wow, was ist das hier für eine Boot? Alter. Das ist ja der Abyss. Jetzt hat zum Cliff auf von Tales of the Abyss. Da. Jetzt bin ich den ganzen Weg hochgefährdet, aber hier ist nichts, ne? Nö. Boah. Okay. So, jetzt
Da wird mir aber noch angezeigt, hat nicht abgeschlossen ist, ne? Mit den Dingen. Ja, das ist dieses Kästchen da unten rechts, ne? So, das haben wir. Warte mal noch. Ein Kampfplatz fehlt uns noch. Ne? Ja. Wie kommt man da hin? Das muss ich herausfinden. Irgendwie ist das hier so blöd zu erreichen, habe ich so Gefühl. Okay, sehen, die Protosubstanz hat 4 Quests, glaube ich. Wow. Ja, nicht normalerweise 3. Man ist eine lange Quest. So. So, hier komme ich schon wieder nicht runter. Kann man sich nicht, wie kann man noch mal einen Wegpunkt hier setzen? Markieren. So. Weil wir jetzt schon mal was ist, ne? Dann hoffentlich finde ich jetzt irgendwie dahin. Und dann gucken wir mal. Boah. Ich glaube, es ist ja so gedacht, dass ich mit dem Buggy durch die Gegend fahre und einfach da runterspringe, ne? Denn einige Umwege erscheinen irgendwie ein bisschen nervig zu sein. Wir lieben gerne sehen, wie Barrett hier irgendwie so durch die Gegend schwingt. Hätte ich vielleicht sehen können, ne? Hey. Mir tut Barrett voll leid, dass er irgendwie hier mit einem Arm hier klettern muss. Stelle ich mir voll gruselig vor, ey. So, ging's denn nicht runter? Ich wollte schon sagen. So, weh, ich finde das wieder nicht, ey. Gibt's doch nicht, Mann. Wow. Okay, ich wollte schon sagen, irgendwie war da kein Ding zum dranhängen. So. Komm. Diesmal. Gehe ich hier richtig? Geht richtig aus. Da. Oh nee, nicht solche Viecher. Och. Ich empfange Signale eines außergewöhnlichen Organismus. Okay, warte da. Was hat? Ja, wenn du ohne verschluckt zu werden. Oh nee, sind schon wieder. Boah. Ist das nur einer? Boah. Ey, wie ist das lustig? Mal analysieren bitte, damit ich erstmal sehe, wo ich das Ding hier. Ich mach denen nichts an Schaden, ey. Ja, wie soll man denn das machen? Wie soll man denn bitte schön schaffen, den zu erledigen, ohne verschluckt zu werden? Also unmöglich. Ja, und ich kann ihn nicht hier dazu bringen, Yuffie auszuspucken. So, hast du irgendwas, was hier Dings macht? Eisschaden? Irgendwie nicht, ne? Ah, noch ein Kampf, den ich hier nochmal machen muss. Ich. Ey, das ist doch Kacke. Die Gegner sind ja aber richtig Kacke zu bekämpfen, ey. Wie wird er nicht geschockt von dem Angriffen? Er ist falsch angefangen.
zu Ende. Aha. Die ist aber auch nervig zu bekämpfen, ey. Ohne Verschluckung. Wie soll ich das machen? Man kann den Angriff nicht ausweichen. Ausgezeichnete Leistung, klar. Damit sind die Kampfaufträge für Coral abgeschlossen. Okay. Also wie so immer. Schon gut, das genügt. Was hat er eigentlich für Probleme mit dir? Sei ruhig, Frau. Nicht, ey. Lass sie doch reden, mein Gott, ey. Ich unterhalte mich lieber mit ihr als mit ihm. So. Okay, wir müssen gleich noch mal. War ich ja schon? Ja, ne? Hier ist noch grau, also ne. Ja, muss ich wohl irgendwann zurückkommen, wenn ich irgendwie, weiß nicht, eine Lösung gefunden habe, die Gegner zu erledigen, ohne verschluckt zu werden, ne? So, Kaktor. Kaktusse. Das heißt Kakteen. Ich meine dich. So, what? Hubschrauber. Ich frage mich, was als nächstes kommt. Ich glaube, ich habe so eine Vermutung. Ich meine, da kann eigentlich nur... Weil ich glaube mich, das war irgendwie Gongaga irgendwie hier einfach überspringen. Ich glaube, wir müssen da wahrscheinlich hin, ne? Storymäßig, ne? Er war auch so ein optionaler, obwohl Fort Condor haben wir eigentlich auch nicht besucht. Von daher. Oder nicht. Weil wenn man daran bedenkt, dass hier Zack in diesem Spiel vorkommt, würde ich mir sehr gut vorstellen, dass man in Gongaga spielen muss. Weil Zack kommt aus Gongaga. So, was machen wir hier? Du wirst doch wohl nicht unseren aus den Daten der Ungeheuer. Ja, ich weiß. So, gib mir die Sachen. Autowaffenfähigkeit. Boom. Glaube ich 100. Ich kann mir sowieso immer alles holen, ne? Ich glaube, die hier werden eigentlich am nützlichsten sein. So. Wäre natürlich sinnlos, wenn ich hier mehr von diesen Dingern habe, als ich Charaktere habe, ne? Na, zeig mal. Ich weiß nicht, was ich noch die letzten paar Minuten machen soll. Den Tomboy König werde ich jetzt nicht noch versuchen in den letzten paar Minuten. Deswegen machen wir hier. So, Ausdauer, Kraft, FP Boost. So, was? 30. Kohlfeld, Forschung, Stufe 1. Warum? Bekämpfe 20 Gegner in der Kohl. Okay, Luft, Stufe 2. Okay. Warum nicht, ne? Wir nehmen mal tiefer, wir nehmen KC und Red. Red hat da auch Heilung, ne? Ich glaube, Heilung ist aber nicht so wichtig, weil wir uns sowieso immer heilen. So. Ja, ich hoffe, euch habe ich alles schon mal analysiert. So, angeblich war vor ein paar Tagen Tifas Geburtstag. Jetzt habe ich am 3. Mai Geburtstag gehabt. Da war einer. Boah, was ist hier los? Rakete. So, wenn ich hier Gegner nicht analysiere, dann ist nicht so schlimm. Ich kann einmal wieder hier reingehen, ne? Okay. So, vielleicht mehr Kitze für spielen. Auch schon lange nicht mehr gehört, das Lied, glaube ich. Gib auf dich acht, allzeit bereit. Na, komm mal her. Die Leute. Oh, verdammt. Scheiße.
hilflos die geklangt haben. Bonk, Dropkick. Dropkick. Also ich habe noch nicht so den Kampfstil von Kate Sith irgendwie raus. Was kommt noch? Ne. Schauen wir mal. Jetzt bin ich irgendwie nur so, oh nee. Ich zähl auf dich. Zeig's uns. Pfote in Pfote. Ich kann mich auch drehen, ja. Nee, irgendwie nicht. Ich kann ja einfach unendlich ketten mit diesen Angriffen, das ist ja voll unfair. Ins Gesicht. Ach, das ist der Angriff. Okay, ich wollte schon sagen, was passiert eigentlich, wenn ich nochmal Kupo einsetze? Wenn ich den nochmal rufe. Ins Gesicht. Der Angriff ist so stark, ne? Er ist mehr Maschine als Mogri. So, war es noch nicht. Kommt noch was? Er kommt da. Boah, die werde ich alle zum Tanzen bringen. Ja, passt euch. Pass auf. Die werden keine Chance haben. Ja, pass auf. Nein, sie sind immun gegen meine Trompete. Ich wollte eigentlich auf den anderen losgehen, aber okay. Beruhigt euch mal, Leute. So kann ich den Angriff eigentlich die ganze Zeit spammen hier. Kann ich mir irgendwie vorstellen, hat irgendwie. Kann ich mir irgendwie vorstellen, dass ich den die ganze Zeit spammen muss. Bis die Leiste da voll wird. Bonk. So, noch mehr Kämpfe? Oh Mann. Was ist denn los hier, Leute? Mach dich bereit, wo bist du denn? Hey, das hat weit ein Thema. Also nicht das Weapon-Thema, aber wie habe schon, glaube ich, 1000 Mal gesagt, das ist das Lied, das ich immer identifiziere mit der einen Szene, wo Diamant-Weapon aus dem Wasser kam und auf Midgar losläuft. Also dieses, oh mein Gott, jetzt geht's gleich rund Thema sozusagen. Also wenn Kate Sith schon irgendwie zuhaut, dann tut er schon ganz schön viel Schaden machen, ne? Und in seine Moves sind alle so merkwürdig, also so unorthodox irgendwie. Habe ich so ein Gefühl. So. Was hat hier? Bioanalyse. Feintechnik, Selbstzerstörung. Ich glaube nicht, ob ich das haben will. Immer das hier Bioanalyse. So, hat Juvia schon wieder aufgeholt? Nee. Warum ist Cloud so weit entfernt mit seinen Erfahrungspunkten? Weil soll ich mal hier Charaktere nehmen, die halt wenig Erfahrungspunkte haben, oder nicht? Guck mal. Wie viele Kämpfe muss ich hier machen? So, was? Du bist doch dieser Gedankenschinne. Oh Mann. Der könnte ein bisschen nervig werden. Ich weiß nicht, gegen was du anfällig bist. Psychoblitze.
Ich tue jetzt mal raten, du bist anfällig gegen Eis. Obwohl, du bist ein Untoter, du bist vielleicht anfällig gegen Feuer, ne? Reduziert, ne? Er ist immun dagegen. Super. So, okay, Ziff, setz mal, du hast Feuer, ich weiß das hier. Setz mal Feuer gegen ihn ein. Und dann, ich hab's jetzt nicht gesehen. Nein, auch das reduziert. Super. Ach, ist das egal. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe tiefer neu. Warte, wir sind einfach reduziert. Wir sind einfach immun gegen alles. Ich mache dir ja nichts an Schaden. Was sagst du dazu? Boom. 700 Schaden, glaube ich. Oh, die Angriffe gehen auf, gehen los. Bis ich den erreicht habe, ne? Kann ich Vita auf den einsetzen? Normalerweise sind Untote anfällig gegen Dings, ja. Aber anscheinend nicht. So, ich glaube nicht, dass ich den schaffen werde. Ich muss gucken, was gegen was der alles anfällig ist und so. Bist du bescheuert? Da war es ja nicht mal. Gott. Er hat 1000 Schaden gerade gemacht gegen Yuffie. Ja, denn da wird leider nichts hier. Oh Mann, oh Mann. Au. Er hat sich wiederbelebt, glaube ich. Er war gerade K.O., hat sich wiederbelebt. Nein. Oh mein Gott, warum waren wir alle tot gerade? Oh mein Gott. Okay, ich tu mal hier ein bisschen beschleunigen und abbrechen. Okay, vielleicht wird das hier möglich sein, aber nicht mit dem Team, ne? Und vielleicht doch den Cloudmeister hier reinpacken. So. Würde ich das Menü nicht aufrufen könnte. Ich würde gerne mal gucken, gegen was der anfällig ist. Gedankenschinder, ne? War das? Da. Gegen was bist du anfällig? Gegen gar nichts. Dieser Junge hat sich in einem Buch von Juno mit einem reinen Versuch Schaden mit Synchro-Fertigkeit, um ihn mit einem Schlag Schott an. Okay. Schaden mit Synchro, alles klar. Sehr gespannt, können wir machen. Das nächste Mal begegnen werde, Clown. Reisen ist doch wirklich. Daten sind einfach kein Ersatz dafür, etwas mit eigenen Augen zu sehen. Ja, mein Gott. Weiß noch nicht, ob die Feindfähigkeit selbst zerstören haben will. Also soll ich hier irgendwas machen? Drei Kämpfe. Wir haben einfach den kämpfen. So, aber da gehen wir mit diesem Team rein. So. Gegen normale Gegner wird das schon klappen, ne? So. 5 Minuten haben wir noch. Komm. Irgendein Kampf hier. So. Ich euch dann nein, schade. Mein Gott, also nicht die Moves, die ich irgendwie gedacht hätte,
die Kate Zifette in diesem Spiel, wenn ich ganz ehrlich bin. Kate Ziffs normaler Angriff im Original war einfach, der ist einfach mit seinen Mogi. Das ist zum Beispiel der Unterschied. Im Original Final Fantasy 7 war Kate Ziff immer auf den Mogi drauf. Ne? Also da gab es keine so Katzenform. Also es gab schon eine Katzenform, aber Kate Ziff war immer auf den Mogi drauf, auf dem Mogi Roboter. Deswegen, es gibt den irgendwie nicht so separat. Er ist immer irgendwie so später in so späteren Installationen irgendwie so vorkommt, dass man Kate Ziff mal ohne den Mogi gesehen hat. Und weiß nicht, der normale Angriff von Kate Ziff im Kampf, wo er natürlich auch auf dem Mogi drauf war, weil er jetzt einfach auf den Gegner zugerannt hat, den einfach irgendwie mit beiden Fäusten irgendwie so eine Dings gegeben, so eine, wie nennt man das hier, so eine Bud Spencer Pfeife irgendwie so. Einfach so einfach von oben so ein Hammer gegeben, ja, so. One Punch. So, wie war's mit einem Würfel? Kann ich das irgendwie manipulieren so? Kann ich den so umwerfen oder so? Eine 1, weiß 1. Feuer und Blitz. Jetzt in den Hintern. Meine Angriffe sind jetzt Feuer und Blitz oder habe ich gerade so einen Angriff gemacht? Ich habe gar nicht mitbekommen. Ich stehe einfach mit der Trompete ein über. Boah. Man selbst ohne den Mogi macht er voll viel Schaden, ey. Was ist denn dann der Sinn, den überhaupt zu rufen? Oh, krass. So. Ich dachte, er ist aber schon wieder ein Seelenschinder. Vielleicht auf die Vögel losgehen, weil die sind, glaube ich, anfällig gegen Wind, ne? Aber ins Gesicht. Ja. Mein Gott. Ja, wollte ich dich. Den wollte ich. Okay, ich wollte eigentlich den anderen treffen, aber der eine ist mir da reingeflogen. Sehr gut. Ich kann sogar mehrere Gegner damit treffen, das ist doch voll geil. Da habe ich mal hier die Diva Ultimate von Overwatch gemacht, ne? Nerf this. Hat sie ja immer gesagt, ne? Ins Gesicht, der ist mir genau in die Faust reingeflogen. Ich kann hinterher rollen, ja. Mein Gott, ey. Ja. Mach doch mal den Panzer weg. Was? Und jetzt kommt die Riesenfaust. Machst du mal dein Schild da weg. So, jetzt komm her. Weil ich hier. Aeroa. Boom. Ich eigentlich schon früh einsetzen sollen, Magie, ne? Gegen den Panzer. Yay, gewonnen. Toll, alles die Siegerposen, ne? Ich finde das so geil, dass die Siegerposen von dem Original sind. Nur halt in moderner Version. So, Ausdauer hatten wir, glaube ich, schon, ne?
glaube ich, Verteidigung, ne? Ja. Besonders als ich gerade voll auf die Fresse bekomme. Gut. Wollte ich nachgucken, Dings hier. Ich glaube, aber haben wir schon, ne? Ich muss mal hier so echt durchgehen mit allen Charakteren, so was die alles für Sachen ausgerüstet haben, ne? Irgendwie achte ich gar nicht mehr so richtig darauf, ne? Automagie für einige Charaktere. Ich will natürlich auch so viele Sachen wie möglich hier hochleveln, ne? Um keine Erfahrungspunkte zu verschwenden. Habe ich übrigens schon mal erzählt, dass ich hier in diesen ein Gebiet hingegangen bin, um einige Kaktoren zu finden, wo wir zum ersten Mal die Kaktoren gefunden haben, und alles, was ich gefunden habe, war nur eine Schatztruhe mit Toxin. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich habe mir sogar echt extra mal irgendwo so eine Notiz gemacht, um das zu teilen, ne? Aber okay. So, heilen ist schon auf Maximum. What? Gut, aber ich würde sagen, ich mache ja Feierabend für heute. In der nächsten Folge machen wir, glaube ich, den Tombury-König, ne? Versuchen wir mal. Und dann nähern wir uns schon fast zu den Ende von der Core-Region. Wir müssen noch die Proto-Substanz-Quest machen und all das. Aber ja. Mal schauen, wann wir das schaffen und so, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Hinterlasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ich stehe hier voll in der Luft über die Schienen. Ciao.